Tätigkeit läuft hauptsächlich projektorientiert ab. Also so sind auch unsere Prozesse organisiert im Bereich von Wissensmanagement und Informationssystemen und dort hauptsächlich auf der Basis unseres eigenen Produkts Intergeda. Das ist eine Enterprise Search Lösung. Ja, die Kunden sind in der Regel mittelständische und größere Firmen bzw. Behörden. Das heißt, also dort sind natürlich bestimmte soziale Kompetenzen bei den Mitarbeitern auch notwendig, um adäquat mit den Kunden bzw. den Ansprechpartnern dort zu kommunizieren. Die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, ist relativ offen. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes, also bei uns stehen in der Regel die Türen offen. Das heißt, die Kollegen kommunizieren sehr stark miteinander. Es ist eine Teamarbeit, jedes Projekt. Das bezieht dann also wirklich auch die Geschäftsleitung mit ein. Neben dem Firmenklima ist ganz wichtig Entscheidungsfreiräume. Ja, also jeder hat in seinen Projekten, jeder Mitarbeiter kann potenziell in einem Projekt bei uns, wenn er die Voraussetzungen hat, auch Projektleiter sein und dort Entscheidungsvorlagen bringen. Das heißt, auch da haben wir also eine offene Kommunikation, dass jeder seine Ideen einbringen kann, auch in der Lösungsführung in Projekten oder beim Verändern von Prozessen in der Firma. Ja, ich denke, was uns allen an unserer Arbeit halt Spaß macht, ist ja dieser schnelle technische Umschlag. Ja. Also ich sag mal, wenn man bei uns arbeiten möchte, muss man am ständigen Neulernen natürlich auch Spaß haben. Ich denke, wenn man diese schnellen Entwicklungszyklen im Hardware und im Infrastrukturbereich sieht, dann ist das schon sehr, sehr dynamisch, was dort abläuft, nicht? Und dann stellt hohe Anforderungen an die Mitarbeiter hinsichtlich der Lernbereitschaft, nicht? Insofern sind wir natürlich an sehr ehrgeizigen Mitarbeitern, die gerade in dieser Hinsicht interessiert. Profile, die natürlich einfach von der Anzahl der Mitarbeiter am häufigsten hinterfragt sind, das ist im Bereich Softwareentwicklung, Java-Entwickler, und im technischen Bereich Realisierung von Projekten Mitarbeiter, die also Skills im Bereich von Storage-Lösungen haben und eine gewisse Affinität dann dort auch zur Hardware haben. Also Mitarbeiter an Projects haben die unterschiedliche fachliche Kompetenzen, aber kommen die dann halt alle als Informatikstudium, die sich halt im Bereich Java spezialisiert haben. Wir sind letztendlich von Java-Technologie abhängig und XML. Und da legen wir auch viel Wert, dass der Mitarbeiter auch in diesem Bereich sehr, sehr fit ist. Da kann er auch das sehr gut. Und im Bereich auch Webentwicklung. Also das ist auch wie man auch nehmen kann. Aber die Hauptkerntechnologie bei uns ist Java und XML. Ja, was auch den Kollegen Spaß macht, wenn man ein eigenes Produkt hat und das entwickelt, dann ist es natürlich das eigene Baby, nicht? Also da ist eine ganz andere Verwurzelung zu der Arbeit da. Es ist nicht nur irgendein Projekt, was man beim Kunden macht, sondern man sieht es einfach wachsen und entwickeln. Und das setzt auch eine Menge Kräfte frei und ja, Spaß bei der Arbeit. Das darf nicht verloren gehen. Also mir macht besonders Spaß, als erstes sage ich mal, also ich komme jeden Tag gerne auf Arbeit, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist nicht jeder Tag wie der andere, das ist ganz klar, aber man arbeitet eben an der Stelle in einer sehr, ich sag mal, flachen Hierarchie. Ja, wir arbeiten alle sehr, sehr gut miteinander, man kann zu jedem Kollegen hingehen, quasi Fragen stellen oder halt um Hilfestellung bitten, man bekommt dann ein positives Feedback, das ist an der Stelle sehr wichtig und sehr angenehm und ich finde eben einfach das Betriebsklima unheimlich gut hier im Unternehmen. Also ich fühle mich hier wie eine Familie angekommen, muss ich ehrlich sagen. Es läuft alles super, es läuft alles gut und ich kann nur empfehlen, bei Interface Business zu bewerben.